So, heute möchte ich ganz gerne mal zeigen, wie ich einen Schaumwaffelflieger oder ja generell, was hier kaputt gegangen ist, wie ich das richtig gut kleben kann und ja, wie ich das mache, das will ich einfach mal kurz zeigen. Als allererstes nehme ich meinen Holzleim, den ich nehme. Ich nehme da ganz einfach einen Holzleim dafür und den bringe ich erstmal auf die Stellen auf. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ungefähr genau richtig. Man kann hier sehen, gut, das ist jetzt ein Kinderspielzeug. Da ist das schon mal ein paar Mal geklebt worden, aber ist auch nicht so schlimm. Dieselbe. So, jetzt immer hier, jetzt kommt das so ein bisschen an der Seite raus. Drückt sich das hier so ein bisschen raus. Das ist voll in Ordnung. So. Dann verschmiere ich das noch so ein bisschen. Das Schöne an dem Leim ist, der lässt sich wunderbar von den Händen wieder abkriegen, indem man einfach die Hände aneinander reibt und dann hat man einfach so kleine Würstchen und die schmeißt man dann weg. So, dann sollte das jetzt erstmal trocknen. Dafür stelle ich den, damit er ein bisschen Druck kriegt, obendrauf, stelle ich den, ja, in dem Fall werde ich den jetzt einfach erstmal so hinstellen und dann gucken wir mal. So, und jetzt kommt mein kleiner Trick. Ich habe hier so eine GFK-Matte, die ist eigentlich immer bei Epoxidharz dabei. Die funktioniert aber auch super in Verbindung mit dem Holzleim. Die schneide ich mir einfach auf die Größe zurecht, wie ich sie brauche. In dem Fall ist das jetzt nicht sehr groß. So. Ein so ein Stück. Kontrollieren wir nochmal, ob das dann auch passt. Jo, sollte wunderbar drauf gehen. Dann wird das mit Holzleim schön. Dickflüssig bestrichen. Ruhig hier nochmal mit dem Finger so ein bisschen nachgeben. Das Schöne ist, dann klebt diese Matte da wirklich wunderbar drauf. So. Und dann streichen wir die Matte einfach so ein bisschen glatt. Da merkt man schon, da kommt der Kleber hier überall raus. Und dann streichen wir das schön glatt, dass wir überall den Holzleim haben. So, das muss an allen Ecken sein. Dann merkt man schon, da kommen so ein bisschen die Fäden raus, die kann man dann hier wieder einarbeiten. Und was dann letztendlich übrig bleibt, die schneidet man einfach ab. So, viel mehr würde ich jetzt hier gar nicht machen. Dann haben wir nämlich hier schon eine wunderbare schlüssige Verbindung. Und alles andere ist jetzt bei dem Flieger übertrieben. Das könnte man natürlich noch ein bisschen erweitern, indem man jetzt da noch mehr macht. Ich würde jetzt vielleicht einfach hier drüben nochmal, da aber jetzt auf der Seite ist nicht ganz so viel Leim hingekommen. Nur so ein paar Tupfen. Und das dann nochmal schön mit Gefühl einfach nochmal einmassieren. So. Je mehr Fasern ich dafür noch habe, umso mehr Stabilität gibt es dann auch. So, und dann lassen wir das einfach mal austrocknen. So, das stelle ich jetzt hin und dann gucken wir uns mal an, wie das da aussieht. Noch ein kleiner Tipp zum Entfernen von dem Holzleim, wenn ich den jetzt so auf meinen Händen habe. Ich mache dann einfach so kleine kreisförmige oder ein bisschen Hin- und Herbewegungen. Und dann löst er sich wunderbar von der Hand ab. Und man zieht es einfach ab. Ja, also das geht
Wunderbar, da braucht man das nicht unter Wasser machen. Unter Wasser habt ihr eigentlich fast keine Chance. Also den Holzleim, den reibt ihr besser von euren Händen ab. Dann ist das eine wunderbare Reinigung gleich der Hände noch dazu. Weil der ja fast in die Poren reingeht und dann nimmt den ganzen Schmutz mit. So, also wenn ihr schmutzige Arbeiten habt, erst die schmutzigen Arbeiten machen. Und danach macht ihr das mit dem Holzleim. Und dann sind eure Hände gleich wieder wunderbar sauber. Also das nur als kleiner Tipp von mir. So, und jetzt haben wir hier das Ergebnis. Also wir sehen hier, das ist wirklich gut, so ein paar Fasern sind jetzt noch da, aber die kann man auch wegschneiden. Aber ansonsten ist das wirklich eine kraftschlüssige Verbindung und hält da wirklich was aus. Also das würde jetzt an allen anderen Teilen brechen, aber nicht an der Stelle, wo ich das aufgetragen habe. Das ist wirklich wie Plastik und unterstützt diesen ganzen Bereich. Und von daher ist das wirklich sehr schön stabil und da sollte nichts mehr kaputt gehen. Durchsichtig, man sieht es auch fast nicht. Also wenn ich jetzt diese Teile noch wegschleife, dann ist alles weg. Aber werde ich jetzt in dem Fall nicht machen, weil das ist nur ein Kinderflieger. Da macht das nichts. Ansonsten könnte man das natürlich noch mit dem Dremel bearbeiten. Aber das lassen wir jetzt. Ansonsten, ja, finde ich, ist das wirklich eine coole Sache, das damit zu machen. Also, wenn euch das Video gefallen hat und der Tipp gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Oder lasst mir gerne ein Abo da. Bis dahin, tschüss.